So, herzlich willkommen zu Planlos im All, einer neuen Folge hier im 2.1. Ja, wir haben zwar das PTU heute diese Woche bekommen, also nicht heute, aber diese Woche haben wir das PTU bekommen und es sieht schon ziemlich, ziemlich gut aus. Aber was haben wir heute? Heute haben wir geplant, ich erzähle weniger über das PTU und dafür mehr über den Live-Server, weil im Live-Server hier haben wir, ja, ein kleines etwas organisiert, wie ihr bei mir rechts schon sehen könnt, haben wir ein paar Gäste. Ich mal kurz vorstellen, wir haben Lieutenant Mieper bei uns. Moin Mieper. Grüß euch. Und Hi. Wir haben unseren zweiten Special Guest, John Rico, unser Admiralchef, der höchste bei der Kreuz. Ja, Rico. Hallo, schönen guten Abend. So, klingt doch gut. Ja, würde ich sagen, legen wir gleich los. Wenig Gerede, mehr Action. Aber ja, dann schalte ich jetzt mal um auf Star Citizen. Also viel Spaß beim Zuschauen. So. Gut, da sind wir schon im Game. So, mal kurz den Chat ausblenden. Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier in meiner Vanguard, wie ihr schon hören könnt. Wir sind nicht allein. So, ja, dann würde ich mal sagen, geht mal ins Cockpit. So. Wir heute haben eine kleine Vanguard-Ansammlung organisiert. Gucken wir hier mal, was sich da so tut. Ja, was haben wir hier? Oh, eine Vanguard. Ups. Links neben mir und wo sind der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Der Rest kommt von hinten. Der Rest kommt von hinten? Haben mit was Größerem mir den Bus genommen. Seh dich gar nicht. Boah. Jemand hat mein Vanguard gerammt, die Freelancer. Sehe ich dich schon? Ich sehe dich noch nicht, wo sind wir denn? So. Ah, das ist eine Conny vor mir. Ist das John Rico? Ja. Jawohl, eine Conny. Ja, ich sage, legen wir mal los. So. Mal kurz den Chat auf hier. Gut. Rico, sag mal an, welche Station wollen wir anfangen? Bei unserer Befreiungsmission. Pelki, du bist unser Reiseleiter. Du darfst es dir aussuchen. Ich bin Reiseleiter. Okay, dann würde ich mal sagen, mache ich nämlich mal irgendeine random Station. So, hier nehmen wir eine Miste. Nehmen wir die da oben. 126, da gehen wir heute hin. Fangen wir an. So. Und los geht's. Also ich sage euch Bescheid, wenn ich da bin, dann will ich mich kurz ein bisschen weg. Ich will gleich einen Aufwärmen starten. Jo. Jo, könnt kommen. Okay, wir haben einen kleinen Fight mit Piraten, würde ich sagen. Dann legen wir mal los. So. Seid ihr da? Ja. Okay. Wollen wir mal. Wollen wir mal, jawohl. Nehmen wir das gleiche Ziel oder jeder einen? Ich sag, mach einfach das vor. Schieß aber irgendeinen ab, die sind nicht so. Auf die Fetzen. Ja, definitely not friendly, okay. Das ist mir jetzt auch schon bewusst. So. Ich mich mal den ersten hier links außen. Oh, ich muss schnell. Nächsten, ne?
welche? Da noch, doch, da sind noch ein paar. Oh! Da ist auch der. Da haben wir noch mehr. Das ist auch weg. Da noch ein. Das geht da richtig schwer hier. Ja, vielleicht sollte ich die Schiffe nicht ran. Okay, dann kriege ich. Ich habe heute jetzt wirklich die tolle Reisegeschwindigkeit. Was ist denn eine Reisegeschwindigkeit? Ich sage, ich habe nicht die angenehmste Reisegeschwindigkeit hier mit dem Omnibus. Nee, das glaube ich nicht. So, wieder ein Down. Fehlt da noch einer? Nein, jetzt sind alle weg. Ja, super. Oh man, thanks for the assist. Thanks for if you got a second, we could use your help with one more thing. Alvos keep shutting down commeries in the area. I think disruption information soll ich kurz aktivieren? We need to guard the perimeter in case they come back. Bist du da noch auf mich? Meeper, du bist explodiert. Vor meinen Augen. Meeper ist explodiert. Heftig. Ja. Haben wir irgendein Target hier noch, oder was? Nein, eigentlich nicht. Er ist einfach in der Luft explodiert. Okay. Dann warten wir, bis Meeper wieder kommt. Dann ich könnte schon mal weitermachen. Wir lang schon mal die, ja, die Station hier befreien. Ich muss die jetzt erstmal finden. Area looks clear. Go ahead, reset the array. Wow. Lass den Chat hier weg. Sieht ein bisschen schöner aus. Oh, ich sehe da schöne Conny. Ich bin hinter der Station, Rico. Ja, ich komm. So. Und hoch. Und runter. You'll have to EVA down to get to the array control panel. Er schießt denn hier rum? Nico, bist du das? Ja, da ist irgendwas. Irgendwas schießt hier auf die Station. Ist da irgendein Spieler? Meine Worte noch ganz? Ich sehe die gar nicht mehr auf dem Radar. Ich sehe dich auch nicht mehr auf dem Radar. Ist meine Worte abgeballert worden, oder was? Ja, und wo bist du? Ich bin in der Station drin. Ja. Du das hier mit der Constellation vor dem Ding? Jo, das ist ein Teil meiner. Rico, ich komme zu dir geschwebt. Muss dich nicht bewegen, sonst komme ich da nicht rein. Es war eh bei mir nur ein dritter Spieler mit an Bord, der aus dem Chat, der hat die Ladeluke noch offen gelassen. Warte mal kurz, ich bin umgekehrt. Ich muss oben rein. Der ist immer noch an Bord, oder bist du schon hier? Ne, die Ladeluke ist zu. Ja, bist du an Bord schon? Nein. Ja, dann ist der andere noch hier. Piraten! Wo sind die Piraten? Ich krieg die Luke nicht auf. Du bist bei einer anderen Conny, weil meine Luke ist offen. Ich bin einer anderen Conny? Was? Siehst du hier eine andere Conny da? Ja, also bei mir ist die Luke offen. Weißt du, wo du jetzt bist? Ich weiß es. Komm jetzt raus. Ich check jetzt kurz, wer das hier ist. Was passiert hier? Ich sehe nur eine Constellation. Oh, ich bin reingesteuert worden. Wo stecke ich hier fest? Ich stecke in der Wand fest. Ah, jetzt bin ich hier draußen. Komm hier raus. Bist du jetzt in der Conny drin oder wo bist du? Ich bin in einer Conny drin, ja.
Aber ich werde hier immer zur Wand gezogen. Ich irgendwo hinsetzen. So. Ich bin irgendwo drin. Ich weiß nicht, ob ich im richtigen Schiff bin. Nein, ich glaube nicht. Kann fast nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall keinen Piloten. Jetzt wird hier auf mich geschossen, auf mein auf das Schiff. Oh Hilfe! Ich hänge in der Laderampe fest. Weißt du was? Ich klaue jetzt einfach dieses Schiff, wo auch immer das ist. Wo auch immer das Schiff ist. Irgendjemand ballert mich hier auf die Constellation. Ich mach das Notjump. Also irgendwer ist auf jeden Fall bei mir mit an Bord. Aber ich pack jetzt gerade in der Treppe. Okay, das Ding ist kaputt. Okay, das Ding ist kaputt. Scheiße, wir sind tot. Ja, das war's zu unserem ersten Ausflug. Da war irgendetwas, was uns gekillt hat. Ja, leider ist es schon noch ziemlich verbuggt. Okay, checken wir es nochmal. Also ich stecke jetzt in dem kaputten Schiff und komme nicht mehr raus. Kannst du dich freischießen? Na, keine Chance, geht gar nichts. Also, du, dein Schiff ist, kaputt geschossen worden, oder? Doch, meins ist auch kaputt. Ich stecke in der Laderampe an, auf der Leiter fest. Okay. Ich hole eine Vanguard und hol dich da raus. Wo ist denn die? Na, wo bist du denn jetzt? Ich bin in dem Wrack drin. Seht ihr das nicht? Das ist ja nur noch eine Fischgräte. Wie ist das Wrack jetzt weg? Jetzt ist es... Ja, aber ich hänge immer noch an derselben Position fest. Also ich habe hier noch eine Anzeige von Andromeda. Also ganz kaputt kann das Ding nicht sein. Das ist schon sehr seltsam. So, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Warden. Lieber, du bist schon da, ne? Ja, ich bin ein Freelancer. Ich glaube, ich sehe Rico da irgendwo. Ich bin tot. Ach, warum? Ja, bei das mir war... steckt irgendeine Gun in meinem Schiff. steckt in Rico meinem... wurde vom Bug Schiff getötet. Oh. Ja, also wenn ihr irgendeine Warden seht, wo hinten im Schiff eine Gatling drin steckt, das ist meine. Nein, ich wieder nach. Wo hinten eine Gatling drin steckt. Ich guck immer irgendwie nach. Dreht's mich jetzt nach links. Hallo. Was soll das? Dreh ich mich immer nach links. Nein. Schauen. Was war das für Station 128? Ja. Aber ich glaube, wir müssen sie schon befreit haben. Wir müssen uns nicht mit diesen Typen abgeben. Ich bin immer noch nicht links. Ich weiß nicht, wieso ihr das irgendwie automatisch sich bewegt. Na, vielleicht ist es ja nach dem Sprung wieder besser. Ich glaube es war eher nicht. Ich kann nicht mal irgendwas auswählen. Weil ich halt immer auf den Boden schaue. So, jetzt muss ich einfach nach oben gucken. Also, könnt ihr die ICC Probe 849 sehen? Ich schau mal. Bin ich nämlich jetzt hin. M-
Was für aus für eine? Heißt 75809. Also ich guck immer noch nach links, das ist nicht ganz einfach. Hilfe. Hilfe. Also ich sehe das nicht. 849? Welche was? Warte, ich guck kurz. 849, ja? Ja. Das ist der Comma Ray, nicht ICC Probe. Bin ich auf dem Weg. Ich hab hier eine ICC Probe. Aber ich guck immer noch nach links, das ist... Also jetzt geht's. Jetzt geht's wieder, glaube ich. Nein, er guckt immer noch nach links. Willst du mich verarschen? Guck nicht nach links, das nervt. Ja. Ich bin gerade unfliegbar. Also mein Schiff ist gerade unfliegbar, weil mein Typ immer nach links guckt. Doppelt alt. Doppelt alt. Wie vielleicht? Was doppelt alt? Ja, doppelt die Alt-Taste drücken. Beide Alt-Tasten, oder? Jo. Funktioniert. Rico, bist du das in der Horne? Ja. Nice. Gut. Wir hier nur zwei befreundete Schiffe. Wo seid ihr denn? Also die zwei sind die Security. Wir sind auch nicht da, wo du warst. Ich hab kein ICC-Probe, das hab ich auch noch nicht gesehen. Ja doch, das steht da mittendrin nochmal zwischen den ganzen Stationen. Haben wir da schon irgendwo einen Checkpoint? Nein, Comoray. Und das gibt Comorays. Wie, hast du irgendwo was gesehen, was kein Comoray ist? Was? Nein, habe ich nicht. Ich habe hier nicht Gela. Rico. Nee. Ich sehe dich jetzt nicht mehr. Service. Da hab ich's. UEE 649. Kann es sein, dass man den Punkt nur hat, wenn man die Quest angenommen hat? Ja, das ist normale Quest, muss ich annehmen, die kriegst du einfach. Auf jeden Fall sehe ich's nicht. Ich teile es nicht. Auch nicht. Kann ich euch vielleicht die Party erläutern? Was bringt das ja was? Das wäre mal eine Idee. Ja, probier's doch mal. Wo ist Meeper? Da ist Meeper. Ich hab's gerade. Aha. So, ist jetzt irgendwas da bei euch? Ich hab's jetzt gefunden. Sehr schön. Aber ich glaube, das lag nicht an der Party. Es war einfach überdeckt von einem anderen Punkt. Also mir, ich habe hier ein riesen Trümmerfeld. Muss man mal checken hier. Einfach so.
ich nix auf dem Radar. Guck mal. Du kannst ja noch ein neues Schiff holen und versuchst nochmal hinzukommen. Ich muss hier das. Ich werf. UIE 649. Weißt du was, sonst könnte ich auch kurz zu Ding springen, zu einer Destination, wo Meeper auch weiß, wo es ist. Dann können wir zusammen dahin springen. Also er sieht, wohin, in welche Richtung wir springen. Ja, such du es aus. Ich komme noch. Meeper, wo steckst du grad? Ich muss mal wieder ein neues Schiff holen. Meeper, wo steckst du? Shipping Hub. Port Olisar, also. Nein, Kovalex. Ach, Kovalex. Anvisiert. Come on. Also wo geht die Reise hin? Kurz zu Kovalex und dann zu Eis. Diese Mission da, wo wir hin wollen. Okay, Mipa, ich bin da. Bist du das da? Jo, Meeper, der. Also komm mal zu mir. Also das UII 649, das würde ich sehen. Auf dem Schirm. Aber das seid ihr jetzt nicht mehr. Nee, nee, das sind wir auch nicht mehr. Wir sind jetzt bei, wir sind jetzt bei, Kovalex Shipping Hub. Okay, siehst du die Richtung, wo ich ausgerichtet bin, Meeper? Das ist ein bisschen rechts oben von Security Outpost Career. Da habe ich nichts, ist leer. Dann ziel einfach mal hin und spring einfach die Richtung. Ja, da ist ja nichts zum Zielen. Ich kann da einfach mal hinspringen, aber ich weiß ja gar nicht, wann ich stoppen muss. Geh mal halt zu dem Outpost an, zu dem Security Post. Du bist zu Security Post Korea, okay? Wenn wir uns irgendwo mal treffen zumindest. Okay, gut, springen wir zu Security Post Korea. Da ist aber... Weapons musst du dann sofort scharf stellen, ne? Ich ziehe. Auf diese mehrere Targets. Das ist John Rico. Reaper DE und John Rico, okay, gut, sehr schön. Also UEE ist hier in diese Richtung hier so oben. Über dem Planeten. Oder hinterm Planeten. Ich glaube, das ist hinterm Planeten. Kann ich nicht anvisieren, es ist obstructed. Wir können auch noch eine Mission machen und dann noch eine zweite Probe holen. Dann lass mal kurz zu... Comrade 849 springen. Okay? Habt ihr alle 849? Ja. Freelancer. Und gehört die? Bin das. Okay. Contact. This is Crusader Security. You got the situation here. Contact. Multiple contacts. Okay, das sind viele. Ja.
Schiff. Ach, das ist eine M50 bei 150. Oh, einer rammt mich. Ach, knapp. Die M50 triffst du aber überhaupt nicht. Was ist der Fehler, wenn mein Afterburner nicht geht? Deine Energie schon verbraucht. Der ist begrenzt. Okay, warte jetzt. Rakete, die auch geschossen wird. Also mit meinem Antrieb ist auch irgendwas. Steht nur einer einfach still. Wir haben da einen anderen Spieler, Jungs. Seid ihr noch da bei mir? Ja. Ja, ich kann mich trotzdem nicht bewegen. Nein, ich komme halt nicht nach. Rico, oder Mipa, bist du in der Nähe der Station? Sonst geh du mal EVA runter. Ich bin unten am Fuß der Station. Freelancer? Ja. Nein, hier ist eine Freelancer. Soll ich nachfeuern oder nicht? Feuer oder nicht? Feuer oder nicht? Gut aus, Feuer. Noch ist er friendly. Okay. Ein Problem mit ihm. Mal rausfinden, wo die Tür ist von der Station. Da wo ich bin, wo ich mit der Vanguard hinfliege. Mipa, sonst steig bei mir ein. Dann flieg ich glaube, ich bin ohne Schiff schneller mit dem Rahmenanzug. Mipa, wo ist dein Schiff? Ich bin schon unterwegs. Wo ist? Ich sehe dein Schiff nicht, das ist das Problem, sonst könnte ich dich. Das ist irgendwie in die Station reingerammt. Hm? Sein Schiff ist kaputt, oder was? Nein, das ist noch heil, es ist halt nur ziemlich versteckt.
Ich seh's nicht. Da ist noch Hornet. Rico! Wo ist der Eingang? Ist das da dein Schiff? Bist du mich verarscht? Alter, so ein geil verstecktes Schiff habe ich noch nie gesehen. Das ist ja geil versteckt bei mir hier. Sieht lustig aus. Hier. Ich komme dich sonst abholen, wenn du fertig bist. Ich bin jetzt gleich irgendwie. Ich glaube an der Tür schon. Da wo die roten Lichtlein sind. Rico müsste mich schon sehen. Wo denn? Direkt vor dir. Mich müsstest du dann auch sehen, wenn. Ich hab nur keine Ahnung, ach, da oben. Das rote. Ah, jetzt sehe ich dich auch. Drück da drin mal auf den Knopf. Wie klein bist du da? Ja, die zoom mal hin. Ey. Da ist ein ganz kleines Männchen, das da reingeht. Deine Horne, ne? So, komm jetzt raus. Wo ist er denn gleich mit mir hinten einsteigen? Klar. Ich setz mich jetzt auf den Sitz. Okay, Rico, weg da, ich starte. So, jetzt bin ich breit. Okay, schnell springen. Boah, nice Kanone. Okay, okay, okay. Ego muss hier noch. Wir müssen einfach irgendwo hinspringen. Wo wollen wir hinspringen? Jetzt kannst du nach dem ICC-Dings springen. Ach stimmt, du bist ja auch da, ne? Ja. So, Rico zu UEE 649. Auf mich werden gerade Raketen abgefeuert. Ich muss erst spring suchen. Einfach, spring einfach. Notsprung. Also viel Zeit ist schon noch. Sieht schön aus hier, ne, Biber? Ja, ein paar Trümmer, Steine. Steine sind doch cool, sind doch Archäologen hier. So. Ja, was müssen wir hier wohl machen? Das ist die Frage, ne? Wetten, hier kommen gleich einen Haufen Piraten. Also bei mir zeigt es nicht an. Da warst du bevor du auch schon angezeigt warst. Hinter Korea wieder. Spring zu Korea und von Korea wieder weiter nach hinten. Dann findest du es. Ist 649. Yep. 2904-UEE649. Ja. Ja. Incoming. Soll ich ein bisschen beschleunigen? Ist die Vanguard eigentlich ein Zweisitzer oder Dreisitzer? Dreisitzer. Ja, dann nehme ich mal ja mit. Ich muss ja mit Handbremse fliegen. Okay, umdrehen, ist hinter uns. Okay, ich glaube. Wir hätten noch die Steuerkonsole da dann frei, wa? Ich sehe nicht, ich als Ziel verloren. Ja, du bist glaube ich zu weit weg gerade gewesen. Weil ich mit Vollgas in die falsche Richtung gedüst bin. Da. Laser. John Rico gefunden. Okay, ich verbinde nochmal ein bisschen vom Gas runter. Oh, über den Felsen, über den Felsen, über den Felsen. Nicht crashen. Ah! Ah! Oh! Ich bin voll auf der Bremse, Mann. Ich bin voll auf der Bremse. Ich bin auch bei 400 Meter pro Sekunde. Come on. Okay.
So, guten Tag, Herr Rico. Ich brauche ein Taxi. Ich bin jetzt an dem Terminal, also go. Okay. Du hast gar keine Spiele da auf deinem Terminal. Ich will irgendwas spielen. Jungs, wir haben hier ein Problem, wir haben hier Inbound. Wie auch immer der Typ heißt. Ach, ein Spieler? Ja. Spiele Reno. Wo ist er denn? Da. 20 Kilometer. Das ist ziemlich weit weg. Ich hole jetzt immer die Targets. Und danach schalten wir einfach alles aus, ob es ein Spieler ist oder nicht. Er kommt zu uns rüber, wollte ich mal sagen. Ja, hier ist auch das Target, wo er hin muss. Er hat die gleiche Mission. Ich will aber behaupten, der zielt auf uns. Wir sind auch genau bei der Station, wo wir hin müssen. Wo ist die Kacke? Wenn du jetzt auf ihn schießt. Ich muss hier gerade gucken. Hier irgendwo. Reaper, hast du hier irgendwo? Da unten ist es, ich habe das Target gefunden. Schön dranbleiben, nicht außer Acht. Er schießt auf uns, inbound. Okay, das war dann Todesurteil. Ich seh's. Ist er down? Ich sah mich nicht mehr auf Frage. Doch, er ist noch da. Schießt auf ihn gerade. Rico, mehr Power auf die Waffe. Vollgas weg. Meine Nudel. Egal, wenn er nochmal kommt, kriegt er nochmal die volle Portion. Wir machen jetzt die Mission mal. Kommt wieder rum. Ja, soll er ruhig kommen. Ich kann nach hinten schießen, er nicht. Das stimmt. Hier müsste es irgendwo sein. Kannst du eine leichte Fassrolle nach links machen, dass ich nicht dann noch im Visier habe? Ja, so? Das ist gut. Ja. Feuer ist er gerade links neben uns. Ja, hinten links ist er quasi. Was weiß ich, ich bewege mich gleich. Über uns. Ja, ich bewege mich gleich rumherum. Um das Ziel. Okay, jetzt drehe ich um. Alle Waffen feuern.
Asteroid ist im Weg. Okay, soll er ruhig kommen. Steh hier und warte. Ich bin tot. Ja, ich auch tot. Was ist passiert? Er hat uns nicht mal erwischt. Wir sind alle tot. Er hat uns nicht mal getroffen. Ich bin zerstört. Ja, bei mir hat er mich nicht mal getroffen. Oder hatten wir keine Schilde mehr? Doch, die hatten wir hatten auch Schilde. Ich ja, komm, jetzt nehmen wir mal Taliator. Taliator, ja? Da haben wir gar keine Waffen. Da hat doch keine Waffen, so gut wie gar keine. Ja. Italien hat fast keine Waffen, Mann. Bin lieber eine Conny. Boah, die fetten Raketenbatterien. Nehmen wir die Conny. Ja. Rico! Soll ich meine holen? Boah, ja. Meine. Oder was? Oder wie? Oh no, da ist Perky. Da sind Part 10. Da sind wir doch alle. Wir kriegen sie! Den Schweinehund holen wir uns. Ja. Für ein Ritter. Kann doch nicht wahr sein. Auch wenn ich in sein Schiff eindringen muss und die Pistole am Kopf halten muss. Wir kriegen den schon irgendwie. Ich dachte echt, der Typ hätte schon lange tot sein müssen, so viel wie ich dem reingegeben habe. No. Aber die Warden Raketen sind für nicht zu gebrauchen, ne? Echt. Die sind echt scheiße, ja. Können glaube ich nur gerade ausfliegen. Ich würde sagen, nehmt ihr die beiden Turrets. Die Schilde brauchen wir nicht. Da kümmere ich mich drum. Ich werfe erstmal noch einen Blick, dann gehe ich gleich in den Turret. Bin unten. Okay. Mein Gott, kann der Computer nicht mal das Schiff gerade landen, ey. Okay. Hallo? Gas? Jetzt. Auf geht's. Bild ist noch offline. Gut wie. Wir haben gerade mal halbe Leistung auf dem Vorderen. Links und rechts ist noch aus. Kommt das so langsam. Wie aktiviere ich denn nochmal den Mauszeiger? Home-Taste oder Alt-Leer-Taste. Muss cool ausprobieren. Lad erstmal unsere Schilder auf. Volle Energie auf die Schilder. Weil die sind gerade nur auf halbe Leistung. Ich hab immer noch kein Target. Nein, hier ist nix. Da sind Target. Doble Philo, wir haben ihn. Er ist gelockt. War jetzt, glaube ich, hinter dem Asteroiden. Sind deine Raketen aktiviert? Nein, kannst du kurz aktivieren, wenn du willst. Ich habe hier keinen Power, also keinen Waffen. Das ist auf dem anderen Sitz. Okay. Geh mal auf zum anderen Sitz, da geht das, glaube ich. Da ist kein Target. Egal, machen wir unser Target hier. Die kleine Pussy hat sich weggesprungen. Hm.
wollte eigentlich auf den anderen Sitz. Ja, die rechten Schilde sind total aus fast. Keine Ahnung, was sie jetzt angestellt haben. Wer ist aus? Die Schilde sind fast wieder unten. Ah. Okay. Wer EVA'd sich gleich runter? Rico, machst du das? Ich bin oben. Mipo, wo bist du grad? Mipo sitzt unten. Mipo sitzt unten. Deine Türme sind besetzt. Irgendeiner soll kurz hier raus EVA'en, weil steht noch einer vor meinem Gesicht. Ja. Sag Bescheid, wenn ich raus soll, dann bewegst du dich ja. Du bist doch gar nicht wohin, ich habe gar kein Missionsziel. Warte, das ist gleich das rote Licht, ich such's gerade. Was soll ich da überhaupt machen? Ich habe ja trotzdem kein Missionsziel. Das ist hier hinterm Felsen irgendwo. Ich höre es piepen. Ja, ich will. Ich muss es suchen, das Piepen. Das ist hinterm Felsen. Wird auf jeden Fall lauter. Schneller, meinst du? Ah, oh, jetzt ist schon wieder die Schilde ganz unten, Mann. Ist ein bisschen unpraktisch, dass die Energie gerade ganz weggeht, wenn man die Position wechselt, ne? Jo. Ich hab mich jetzt wieder hingesetzt und Schild wieder eingeschalten. Keine Ahnung, warum der dann ausgeht, wenn keiner mehr drauf sitzt. Du musst jetzt eh wieder raus, Kleber. Also ich raus. Ich hab kein Missionsziel, ich weiß gar nicht, was ich. Ich kann da wahrscheinlich noch nicht mal was machen. Weil ich das Ziel nicht hab. Dann tu ich's. Okay. Was ist dieser zerstörte Vanguard? Das ist unsere. Die Vanguard ist unsere. Aber das Ding hier. Keine Ahnung, was das ist. Eher was mit zerstörte Gladius, mit zu vielen Teilen drumherum. Halt, irgendwer hat die Tür offen gelassen. Okay. Hab's. Hey Jenny, think you can head on back and whip us up a cup of something hot? I'm about to pass out. Und was hast du jetzt gemacht? Ich hab's angeschaltet, ich hab's eingesammelt. Let's see what the religious say. Not coming up. Forget the truth. I need you on shield now! Und was ist jetzt unsere Belohnung? Eine neue Mission. Du hast gesagt, wir werden wahrscheinlich gleich angegriffen. Ach, Kontakt kommt. Habt ihr Kontakt? Hat gehört, Computerstimme. Den tue ich noch nichts. Waden mal an, wie die aussieht. Was noch davon übrig ist. Guck mal, hier ist unser Schiff. Was davon übrig ist, das Cockpit. Unzerstörbar. Schade. Okay, nächstes Target. Jo, da haben wir eine Mission. Nein, war das hier nicht die Mission. Quantum Drive is now off. Aus, aus, aus. Drive is now off. Müssen hier ein bisschen aus dem Haufen raus. Ja, was gibt's jetzt für Geschenke für die Missionen? Nee, so müssen Missionen. Wie ein neues Schiff oder neue Waffen. Oder Aquarium.
Aquarium, das ist ja schon schön, ne? Leider noch nichts. Ich will mal gucken, was es alles für lustige Missionen gibt. Verschiedene Missionen. Es gibt bis jetzt, glaube ich, bei jeder Antenne gibt es eine andere Mission. Aber ich kriege hier keine anderen Jump Points, außer dieses Target hier, wo wir gerade sind. Mieper? Oh. Hat jemand von euch mir die Waffen ausgemacht? Ja, ich habe volle Energie auf Antriebe gerade. Toll. Ach, hier sind die. Dann kann ich hier duschen gehen. Hast du wieder ein bisschen? Nö, geht nix. Oben. Aber jetzt ist wieder auf Standard-Einstellung. Ganze Com-Arrays. Dann hast du es kaputt gemacht. Sein. Oder das kann die Munition nehmen. Der Laserkanone. Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hinspringe, aber. Okay, es war nur eine Comrade. Und ich bin aus dem Spiel geflogen. No! Wir haben Rico verloren. Standbild. 849 waren wir schon. Da waren wir überall schon. Kein neues Target. Ich sage, gehen wir mal zu 556. Lieber du bist noch oder? Ja, ja. Jo, dann haben wir einen Mann verloren. Schade. So. Security und Piraten. Kimiba, kümmere dich um den 1199. Und wenn ich vom Sitz aufstehe, haben wir dann jetzt noch Schild oder nicht? Gute Frage. Ich glaube nicht. Jetzt habe ich den Knopf gefunden für die Waffen. Okay. Radar Contact. Okay, sind online. Okay, welche hast du mir online gemacht? Alle. Mach mir die, die Raketen online, die, die Tempest. Side oder Top? Top-Dinge. Side mache ich dann wieder aus. Ja. Hinter uns, hinter uns. Oh, was ist denn jetzt los? Es hängt ein bisschen. Alles feuert auf uns. Ich habe kein Fadenkreuz. Ah doch, bin zu weit weg. Scheiße, da war ein Raumschiff auf einmal mir mein Gesicht geleckt. Oh. Wir sind Frontalkollision. Nein! Ach du Scheiße. Katastrophe. Ich sehe auf einmal so, bei mir leckt sich so eine 300er Serie in mein Gesicht. So, nein, das war nicht so geplant. Ja, schade. Ja, Rico, kommst du wieder rein, oder? Ja, Instanz ist natürlich voll. Ah, das ist
Okay. 15 von 16, also natürlich voll. Kennt man ja. Wir können doch mal bei Korea gehen und ein bisschen Leute aufmischen gehen. Vielleicht finden wir unseren Kumpel wieder. Jetzt ladet's. So, was nehmen wir denn? Die Avenger, oder? Eigentlich Avenger, die Warden. Also Meeper, nimm du mal deine Warden, ich nehme meine Warden, dann gehen wir mal auf die Jagd. Machen wir ein bisschen Headhunter-Simulator. Du meinst unschuldige Leute da killen? Nein, wir suchen jetzt unseren Freund. Achso, wie heißt er denn nochmal? So Flow oder sowas. Irgendwas mit Flow war das. Okay. Dann gefordert. Okay, los geht's. Welche Plattform stehst du? Ja, noch gar keine. Der lockt kaputt. Kennt man ja. Schade. Also ich weiß, dass der Typ nur Hornet geflogen ist. Ja. Und wir werden ihn schon irgendwie finden. Ich meine, 16 Spieler, so schwer werden die nicht zu finden dann. Wenn es sein muss, machen wir halt ein paar Jumps. Wir haben wieder mehr Leute. Das ist eine Warden. Ja, warte jetzt. Das ist Meeper, der hier, okay, sehr schön. So, gehen wir mal zu Korea. Ach. Mit der Vanguard habe ich ISSC Pro beispielsweise. Mit der Freelancer wird die nicht angezeigt. Okay. Maria, sagst du. Okay, locked. Okay, im Jump. Hier ist gar keiner. Doch, da sind welche. Da ist einer. Darksman, oder wie der heißt. Darkskyman. Boom! Shit! Der ist explodiert. Da ist noch einer. Das bin ich. Nein, auf der Station hoch. Station hoch. In Aurora steht da. Sehe ich nicht. Aber die sprengen? Was meinst du? Steht die? Ja, nö, ja, da ist gar kein Spieler drin, deswegen. Was ist das denn da? Noch ein Schiff da nicht, ne? Ne. Okay, gehen wir zur nächsten Station. Ich würde sagen, checken wir mal Cryastro. Service. Könnte sein, dass er sein Chip hier drin ist. 042. Was? 042 Cryastro. Ich hab 824. Das ist unten links beim Planeten. So, ich hab jetzt gerade da hingesprungen, wo du hingezeigt hast. Wie soll der nochmal heißen? 0 was? 042. Cryastro 042. Ist aber clear. Kein Schiff zu sehen. Ich jump weiter zu. Bei dem anderen Astro war auch nichts. Okay. Dann nehmen wir 730. Oder bist du das hier jetzt gerade hier geschickt? Bin das. Ja.
Also 730. 37. Ja. Das ist irgendwie cool, so eine Jagd hier. So eine Schnitzeljagd. Überhaupt noch online? Trotzdem witzig. Also es hat zumindest keiner die Instanz verlassen. Okay. Du bist an mir vorbeigedonnert, lieber. Ja. Was sind denn hier? Es sind so viele grüne Punkte. Alles NPC, oder? Ja. Sollen wir die kurz machen, oder? Nö. Ich will den Spieler haben. Wo geht's dann hin? 042, nein, das ist das Prowse-Tor. 422. Was war das? 472. Quantum Travel complete. Ist bis jetzt noch Kiel, glaube ich. Das ist auch Crusader Security. Oh. 1, 2, 6 check ich mal. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich sehe überall Schüsse. Und mein Spiel ist, glaube ich, abgeschmiert. Ja, mein Spiel ist abgeschmiert. So, ja. Ich bin hängen geblieben. Ups, wo ist meine Maus? Wieso? Zeigt's mir meine Maus nicht an? Hm, doch, da zeigt's mir sie an. Ja, ist ja auf jeden Fall schön, dass die Lobby jetzt funktioniert. Ja, also das haben wir schon mal schön hingekriegt. Was haben wir denn eigentlich für Uhrzeit hier? Ja, genau 21.01, das war mal genau eine Stunde hier. Aber ich könnte schon fast sagen, ja, machen wir heute ein Ende dafür, diesen Stream. Und man sieht sich nächste Woche wieder bei Planus im All. Und danke Rico und Mipa fürs dabei sein und vielleicht seid ihr ja wenigstens mal wieder dabei. Hoffen wir es mal. Wieder wieder jo. Witzig. Alles klar. Jo, also dann, danke fürs Schönen Zuschauen Abend. Und man sieht sich nächste Woche bei Planus im All, wie immer 20 Uhr. Ciao. Bisschen. Yeah.